So, hallo und willkommen. Ja, mir ist leider jetzt erst bei der letzten Folge aufgefallen, dass ich die eigentlich immer in 50 FPS hochgeladen hatte. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Irgendwie macht da mein Aufnahmeprogramm leicht wachsen. So, was haben wir vor in dieser Folge? Wir müssen gucken, dass wir nach Masbaron kommen. Irgendwie ist das so der Zarkosium-Planet. Stimmt, stimmt nicht. Wir werden sehen. Das heißt für mich an der Stelle, ich brauche Munition. Die crafte ich gerade noch. Das nehme ich mit. Damit sieht es eigentlich auch ganz gut. Das ist eng geworden. Haben wir davon noch was? Restrum, ja, wir brauchen aber Zaskosium. Zack. Machen wir davon noch welche. Die bringen wir schon mal in den B. Okay, oder braucht der das auch? Weiß das noch wer? Oh Mann, F5 wird es mir zeigen. Oh, nicht Bohrer. Multitool. Plasmageschütz, alles klar, ist was ganz anderes. F5. So. Bodengleiter tanken. Zack. Ja, geklaute Kopie, aber egal. Da sind die drin. Tak, tak, da kann der ein bisschen Knallgas geben. Oh, das heißt, wir fliegen jetzt in erster Linie zum Mond. Ein bisschen Essen brauche ich auch hier. Corn Dog. Anzugstation. Mittlere Rüstung, mittlere, die schwere haben wir im Schiff. Das ist klar. Ist auch klar. Wie sieht es hier aus mit der Energie? Okay. Dann. Komm, machen noch die letzte. Müssen wir uns Energie mitnehmen. Die Hälfte davon, die Hälfte davon. Und ich bin am Überlegen, noch ein schweres Waffen-Upgrade zu starten. Zack, Waffen und Gegenstände. Die muss ich noch lernen. Auch gut. Zack, Waffen. Ich hätte da nämlich gern. Minigun ist cool. Hier rotzt was raus. Und Sprengstoff hier, C4. Genau. Sprengstoff, den muss ich lernen. Das Pulsgewehr ist fett. So. Okay, hat sich einiges getan. Davon hätte ich gern auf jeden Fall mal so 10, 15, 20. So, und dann gucken, was brauche ich fürs Pulsgewehr? Gewehr-Upgrade-Bausatz. Haben wir sowas? Gewehr-Upgrade-Bausatz. Und Pulsgewehr angehängt. Okay, Munition. 5,8 mm Kugeln. Geil ist das denn? Haben wir aber nicht allzu viel. Da, da kommt unser erstes C4. So, ich bin noch ein bisschen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Werde dann hier einen kleinen Cut setzen und wir sehen uns dann wieder, wenn die Vorbereitungen soweit fertig sind. So, was ich die ganze Zeit vergessen hatte, ist, wir hatten doch in einer der letzten Folgen jede Menge Pflanzbeete gemacht. Jetzt habe ich eben in der Zwischenzeit ein kleines Gewächshaus gefrickelt. Ich glaube mit knapp 80 Pflanzbeeten. Können wir ja gleich mal zusammen durchzählen. So, was haben wir hier? Aufpassen. Bedrinkeim. Akuakeim. Die brauche ich jetzt erst noch. Dann müssen wir auf eine Pflanzenernte warten, um Tomaten anzubauen. Ja, sehr gut. Und Gerste brauchen wir eigentlich auch. Versetzt. Warte mal, kann man das nicht mit Multitool wieder abbauen? Verlustfrei? Ich glaube schon. Was war das denn jetzt hier? Ist das da? Space Orange. Aquabeere. Space Orange. Passt. Zack.
Haben wir da noch, das sind Einzelgänger. Die sind ziemlich cool. Die würde ich gerne im Eingang machen, weil die recht wenig behindern. So. Okay. Damit, wenn wir von langen Weltraumtouren zurückkommen, auch hier vernünftig ernten können. Und das Ganze dann auch unsere Vorräte besser aufstocken. So, ja, jetzt habe ich nur noch das. Die zwei finde ich persönlich ziemlich cool. Texturiertes Pflanzeneiweiß. Faserpflanzenkeime. Was haben wir hier? Base Cave Keim. Ich weiß nicht. Ah, hier so ein Zeugs. Ja, weil davon so viele brauchen, bestreite ich. So. Aloe Vera und Weizenkeim, nur einen einzigen. Da müssen wir nachher aber auch noch ein bisschen nachbessern. So, Tomaten hätte ich gerne. 3, 6, 9, 12, 15. Auf jeden Fall da hinten alles. So, dann noch Weizen. Bisschen Alu. Und dann schauen wir mal. So, das kann wieder weg. Das sollte jetzt wachsen. Jetzt warte ich auf eine Pflanzenernte. Weizen und Tomaten, die ich dann komplett verarbeiten werde, so dass wir genug am Start haben. Ich brauche dafür noch eine Türe. Nebenan ist jetzt gar keine Türe. Baublöcke. Warum ich das Gewächshaus im Übrigen komplett einbaue? Wenn man die Pflanzbeete in der Luft baut, kann es schon mal vorkommen, wenn das Wetter umschwingt, schlägt, dass man dann plötzlich ohne Pflanzen da steht, weil sie kaputt gehen. Das Risiko will ich nicht eingehen. So, eine Tür. Und eigentlich hätte ich auch gerne drüben eine Verarbeitungseinheit und einen Kühlschrank. Ich habe zweimal geklickt. Na, tolle Wurst. Zack. Die Pflanzlichter können wir hier lassen. Und Kühlschrank. Da. Dann sollte unser Gewächshaus eigentlich ziemlich gut funktionieren. Zack. Jetzt noch ein Betonklotz. Ich habe noch einen Betonklotz. Boing. Sehr schön. Moment mal. Das kriegen wir aber besser hin. Aha. Nee, das ist absolut nicht der richtige Stein. Der gefällt mir so, wie er ist. Ja, wieder einen Block auswählen, sonst habe ich wieder Fehlplatzierungen. So. So, passt. Jetzt ist mir erst aufgefallen, dass ich gar keinen Platz mit eingeplant habe, um auch Maschinen zu setzen. Aber warte mal, da drüben ist doch der Anschluss zu unserem Halbbereich. Zack. Können wir also anschließen. Ja, das ist, wenn man nicht aufpasst. So. Okay. Ich dann gerne den Kühlschrank. Die Verarbeitungseinheit. Und dann funktioniert das hier autark sozusagen. Ich muss nicht immer rumflitzen, um irgendwas zu holen oder sowas. Mein Licht aus, beleuchtungstechnisch sollte es funktionieren. Gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, wenn ich die Kisten da wegnehme, hätte ich auch einen echten Zugang. Das ist jetzt egal. So, haben wir jetzt da drüben Tomaten fertig. Weil das muss ich unbedingt noch abwarten. Muss ich dann leider. Ja, Herzchen bochert. Nee, die sind noch nicht fertig. Die sind noch unreif. Das hier dient ja eher nur so der
Notfallversorgung. Im Kühlschrank habe ich schon geguckt. Leider keine Tomaten. Schade. Die habe ich wohl alle schon verballert. Puttingfrüchte. Braucht man die auch für irgendwas? Lasst mal gucken. Kürbis, gereinigtes Wasser, Stahlplatten. Nee, braucht man auch nicht. Oh, wir brauchen auch Tomaten. Ja gut, dass ich so viel Tomaten eingeplant habe. Gereinigtes Wasser kann hier hoch. Gut. Die Frachtbox ist leer. Hier ist auch kein Mais, Weizen mehr, ne? Nö, 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 nö. Mampf, Mampf, Mampf. Okay, retour. Da. Müssten wir eigentlich noch eine weitere Kanone setzen demnächst. Ich will jetzt aber eben mal alles durchforsten. Ob nicht noch irgendwo sich Keime versteckt haben. Leider nicht so aus. Und da ist wieder ein Angriff. Ich glaube, das liegt an meinem Energieverbrauch. Kann ich daraus was machen? Base Kevin Keim? Achso, jetzt kann sowieso rüber. Kann ich die so essen? Nö. Irgendwas daraus herzustellen? Nope. Kaffee kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Keine Tomatos. Die brauchen wir aber auch drüben. Ja. So, da draußen rockt's. Ja, das ist schon Geschichte. Trotzdem gehe ich die Burschen jetzt gleich looten. Hoho. Zack, zack. Der Kaffee wird nicht schlecht. Noch weiß ich nicht, wofür sie sind. Aber wir werden schon noch rausfinden. Reload. Hat er die jetzt abgeballert oder? Boah, die sind echt weit weg. Ja. Schiff, mitkommen. Vielleicht finden wir ein paar Villager unterwegs. Oder so eine kreischende Pflanze wäre auch nicht schlecht. Wow, 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 wow. Chill mal eine Runde. Nimmt der jetzt nicht, ah. Boing. Hopp. Ah, oh, ja gut. Die anzufliegen hat sich gar nicht gelohnt. Jetzt die anderen. Promethium, Kupfererz. Promethium. Und die Spahn, das ist aber uncool. Minigun-Drohne. Ja, die hatten wir ja gerade. Tja. Okay, gucken wir mal ganz aktuell, ob wir irgendwo ein Pflänzchen kriegen. Der Fleisch. Der Spaceport geht mir auch noch um Keks. Den werde ich auch noch zerpflücken. Dann haben wir hier einen sicheren Heimathafen. Dorf. Nur niemand mehr drin. Ist alles Pflanzbeete? Nee. Holz. Ob. Da eigentlich noch ein, zwei Villager. Oder so eine Pflanze. Die haben eigentlich immer was am Start. Naja, wir umreisen mal den Planeten. Gibt noch einiges, was wir noch nicht entdeckt haben. Kurz auf die Karte gucken. Wo wir eigentlich noch nicht waren. Ach du Grüne. Das ist der Spaceport.
Wohnkomplex. Großer Wohnkomplex. Großer Außenposten. Ganz schön was los hier. Engineering Compartment. Hier waren wir noch nicht so. Big Punkt. Baseboard hat jetzt keine Pflanzensetzlinge für uns. Ah. Richtige Weg. Jo, hier ist alles noch recht unbekannt. Oder hier ist einfach nichts, ne? Kann ja auch sein. Na? Da ist der Planet schon ganz schön leer. Öpp. Oh. Entdecke ich nichts Neues. Kobalt. Kupfer. Großer Wohnkomplex. Ich hätte viel lieber ein paar Viecher. Also hier die schreienden, kreischenden Pflanzen. Und all sowas, was halt was bei sich hat. Was hier eigentlich immer rumstratzt. Okay, hier ist dieser Admin oder ADM. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Nivellieren. Upp. Da hat er sogar ein richtiges Dock. Dekomprimieren vom kleinen Raumschiff. Ja. So, gehen wir mal da rein. Schauen wir hier, Treating. Hier kann ich reparieren. Und eigentlich auch auf dem Mond porten, ne? War ja schon mal ausprobiert. Irgendwo hier war das. Na egal. Hier gibt es nichts zu holen, es sei denn ich... zerschießt den seinen Kern. Boah, ich glaube, dann habe ich echt Palaver an der Backen. Okay. Marker, Promethion, Magnesium, Drohne, MS Titan, abgestürzte. Hallo? Wo hat die sich denn versteckt? Ist die echt da drin? Okay. Licht. Man sieht schon, die Waffe ist ganz schön stark. Hat nämlich den Block der Titan ratzfatz zerlegt. Moment, ich habe was Schöneres mit. Hab ich noch nie ausprobiert. Platzieren. Na komm. Okay. Hat zwar die Tür mitgenommen.
aber nicht den Block. Ah, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Okay. Oh, ne, warte mal. Das sind Frachtboxen. Die ich wahrscheinlich schon gelootet hatte irgendwann. Scheibenkleister. Den Kern finden. Überhaupt irgendwie hier was machen zu können. Da hinten sehe ich gerade einen Aufzug. Ja, dann lade ich hoch. Jetpack. Ob. Überhaupt nicht zum Trollen hier mit dem Gerüsten. Ah, ja. Okay. Wo könnte ich denn den Kern finden? Wahrscheinlich auf der Brücke, oder? Haben wir so viel gleichzeitig. Das Spiel bietet aber auch eine Menge, ne? Vielleicht kommen mit einem Schiff wieder was auf den Kern ziehen. Ah, nee, das haben wir schon mal versucht. Na komm. Da muss ich hoch. Hier kommt man rein. Okay. Da, gern. Das ging schnell. Das war's. Jetzt können wir uns den Schmarrn einfach einstecken. Denn. Hat sich ja doch gelohnt. Wenn ich genug Multitool-Ladung dabei habe, aber ich denke, kriegen wir schon hin. Halt, ich will noch den Aufzug nach oben. Ganz locker. Zwischengang. Die Brücke. Haben wir wohl auch schon. Zack. Da hängt der Kern einfach so vor unserer Nase rum. Das war aber jetzt eine miese Aktion. Das ist eine miese Aktion. Ich hätte nur die Augen aufmachen müssen. Jump. Zack, zack. Wir werden die ganzen teuren Sachen. Was ist das denn hier? Das ist der. Ach, das Labor-Deko. Ich dachte, das ist der. Danke für den Warp-Antrieb. Bitte. Tomato-Keimo. Sehr geil. Nährlösung ist ganz schön nervig. Die muss ich mitnehmen. Nee, jetzt wegschmeißen gibt's hier gar nichts. Weizenkeime, die brauche ich auch. Pass mal auf. Das kann bleiben. Das kann bleiben. Dafür nehme ich das. Und das mit. So mag ich das. Okay. Brauche nur eine Labordeko. Gut. Schnell Weg nach draußen. Boing. Wo ist mein Schiff? Stuff ablegen. Zack. So viel Muni brauche ich jetzt hier aktuell natürlich auch nicht. Das brauche ich auch aktuell nicht. Bohrerladungen, nö. Bohrer, nö. Pistole, nö. Sehr gut. Ja, essen wir jetzt. Zack, wenn wir zurückkommen, dürfen wir eine Tomatenernte einfahren. Summa summarum können wir dann auch den Rest machen. Also sollte passen. Jetzt aber, ich will an den Triebwerksteil. Ja, das habe ich gerade gesehen. Da will ich hin. Da gibt es richtig coole Teile. Reparieren, ablegen, zerlegen, upgraden. Zerlegen. Ja. Guck mal, die jetzt gibt.
Bam. Fluxspulen, Kabel, CPUs. Boah. RCS. Alles wundervolle Teile, wenn sie zerlegt sind. Mal hier. Rausgucken. War nicht geplant, aber ja, meistens kommt es anders und zweitens als man denkt. Oh, Wahnsinn, der Stuff. Spart uns Kosten. Okay. Ist auch nichts Besonderes? Nee. Klar, von dem Schiff noch einiges unter. Unten drunter. Ah, die Gerüstteile. Bringt auch ein bisschen Metall und dafür, dass sie so schnell kaputt gehen. Nachladen. Feines Büschchen. Da muss ich ein bisschen sorgfältiger machen. Ups. Manchmal frage ich mich auch, die Statik hier. Jo, okay, springen wir einfach mal drüber. Nehme ich gerne mal hier durch die Tür. Bin ich. Das war ja jetzt crazy. Wo kommt die Orientierung verloren? Brauche ich mal meine eigene Treppe. Ah. Da war sogar noch was drin. Dekoteile und ein Waffen-Upgrade-Satz. Oh, und Barren. Mann, ein Paradies, ein Paradies. Damit. Oh, noch mehr Faser, Keime. Saugeil. So, das gibt auch guten Stuff. Boing, 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 boing. Blip. Zum unten runter. Na? Nehme ich aber auch noch. Zack, zack. Kostet nichts, immer gut. Eine Düse. Her damit. Her damit. Super. Hat sich eigentlich gelohnt, darunter zu plumpsen. Gut, haben wir noch mehr? Ja, der ein oder andere würde jetzt sagen, das Ding komplett abbauen und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Viel Arbeit, viel Stress. Ich nehme jetzt einfach nur die interessanten Blöcke. Oder die einfachen, ich bin faul. Achso, das war nur die blaue Lackierung. Die hat mich jetzt irritiert. Schneide ich mich hier einfach rein. Einmal quer durch. Zapf, zapf. Ah. Oh, Düsen.
Sehr geil. Dass alles verbaut ist. Zack. Ja, passt durch. Stürzt der Teil schon mal ein. Können wir den Rest nämlich ganz in Ruhe mal freilegen. Falls das dann noch hinhaut. Und nicht schon respawned ist. Wenn es denn überhaupt respawned. Scheiß. Okay, das schwebt noch. Okay, da sind noch ein bisschen von den Gerüstblöcken. Auf, danke. Gut, ich mache hier noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich zurück, wenn wir die Pflanzbeete hoffentlich vollständig bestücken können. So, wieder da. Ja, jetzt habe ich den Großteil einstürzen lassen, abgerissen und was auch immer. Nur noch die Grundflächen sind da, damit ich halt sehe, wo ich buddel, wenn ich dann wirklich mal buddeln will. Das Teil hier ist am Cheaten. So. Das nehmen wir auch noch mit. Dann machen wir uns am Rückweg. Zack, zack. Können wir die denn nicht vielleicht irgendwann mal ausbuddeln? Vielleicht. So. Die Ausbeute. Gar nicht mal so schlecht. Gefechtsstahlblock? Jo. Gar nicht so schlecht. Die ist echt verdammt gut. So. Oh, guck mal, da sind nochmal Kabel. Gehen noch nicht mal mehr rein. Ach, hatte ich die nicht. Kunststoff, Zwischenprodukt, was auch immer. 112 Kabel insgesamt. Ein paar Motoren. Computer. Naja, ne? Wie ein paar Drohnen. So. Basis. Direkt im Schnellflug. Ah, was liegt denn da? Prometheum ist. Ah, ja. Und das ist doch ein abgestürzter MS-Titan-Vorderteil. What the verdammt? Das ist eine Drone-Base. Warum wird mir die... Naja, vielleicht habe ich nicht richtig aufgepasst. Ihr kriegt noch Kasala, Jungs, aber da könnt ihr euch drauf verlassen. Säcke. Gut, dass ich das Teil teils gepanzert habe. Ich glaube, ich habe die Kiste komplett gepanzert, ne? Mal auf reparieren. Ja, ist eigentlich komplett gepanzert, stimmt schon. Die kriegen ihr Fett auch noch weg. Ich habe mir von hinten auch einen verpasst. Hab meine Rolltora mal mitgekriegt. Aha, aha. Platz habe ich hier in der Karre hier genug. Hier noch alles heile. Sehr schön. So. Gut. Alles klar, mein Freund. C4. Ups, denn hier haben wir noch nicht gelootet. C4 oder wie der Sprengstoff hier auch immer heißt. Jetzt echt schon alles verbraucht? Nein, habe ich nicht. Da. Mich direkt hier runtersprengen. Ob das so schlau ist? Wir werden sehen. Fleisch. Oh, das ist ein bisschen mehr Platz. Zack. Das war wohl nicht so schlau. Oh. Ach, hier sind wir schon am Grund. Ja.
Der Kern wird nicht so einfach zu erreichen sein. Scheibenkläster. Tür. Der Kern wird eher unterirdisch sein. Okay. Dann schenken wir uns das. Machen hier einen kleinen Jump-and-Run-Parcours. Boah, was steht da drauf? Change Remotion. Demolition. Ah! Huh? Nö, geht nicht. Okay, ich wollte es mir nur mal angeguckt haben. Ich meine, wir haben es gefunden. Oh, wie genial. Jetzt abbauen können, ey. Naja. Was soll's. Motoren an. Wir haben es entdeckt. New Marker. Irgendwo gab es doch das Home. Home. Schwupps. Dorf, ja, das hatten wir schon. Die Drohnenbase. Oh Mann, wieder dunkel. Ja. Minigun-Drohne. Loot, 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 loot. Bäh. Nicht direkt abstürzen. Oh. Ups. Aussteigen. V. Das nervt, ganz ehrlich. Hey, hey, hey. Minigun-Drohne. Nichts klein oder so. Okay. Fliegen wir mal direkt ins Spaceship. Wow. Knapp, knapp. C. Genau, Mama heile. Danke. Zack. Oh, mir fällt dazu trotzdem was ein. Licht. Hopp. Immer noch nicht fertig. Tomate unreif. Nein. Okay. Dauert halt. Okay, ich würde sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge sehen wir dann zu, ob wir uns... Sollen wir den Spaceport zerlegen? Ja, komm, dann gehen wir den Spaceport zerlegen. Die gehen mir eh auf den Keks. Und dann machen wir ein bisschen Action. Ich bereite das Ganze bis dahin vor. Und ich sag, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.